Garten basteln und Heimwerken steht drüber, aber verkleben, abdichten, reparieren, das wird das Thema sein in den kommenden Minuten. Und wir werden Ihnen jetzt tolle Ideen zeigen, tolle Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie vielleicht einfach mal eine zerbrochene Tasse oder vielleicht auch mal eine Motorkomponente oder grundsätzlich eine Fahrzeugkomponente oder vielleicht auch mal ein liebgewonnenes Spielzeug einfach wieder vernünftig und vor allen Dingen manierlich reparieren können. Und mit einer sehr, sehr tollen Möglichkeit, mit einem Abdichtband werden wir anfangen. Das haben wir sogar in drei verschiedenen Farben für Sie. Und sowas kann man zu Hause im Haushalt immer gebrauchen. Und was geht ständig kaputt, oder? Also, ich bin immer wieder überrascht, was mit Silikon so alles möglich ist. Und was wir Ihnen jetzt vorstellen, ich habe gerade eine Farbe, die werden wir Ihnen gleich noch zeigen, in der Hand, das sind Silikonabdichtbänder. Das Geniale daran ist, die sind erstens mal ultra flexibel, das heißt, ich kann die überall rumwickeln. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, minus 60 bis plus 500 Grad halten die Temperatur technisch aus. Das bedeutet also, wenn mal vor einem Endtopf ein Auspuffrohr angerissen, angebrochen ist und ich vielleicht gerade irgendwo unterwegs bin und habe keine Werkstatt in der Nähe, weil ich gerade auf dem Weg in Urlaub bin und vielleicht auch ein bisschen Sprachverständigungsprobleme bestehen. Ich meine, gut, wenn ein kaputter Auspuff ist und ich gehe zum Automechaniker und sage, du, hör mal hier, dann weißt du schon, was Sache ist. Aber für die kleine Situation zwischendrin haben wir dieses Silikonband hier. Und das ist absolut genial, denn damit kann ich alles machen. Und es ist sogar noch wasserdicht, dass das so ist. Das werden wir Ihnen gleich mal zeigen. Hier ist es mal in Rot, gibt es in drei Farben, die wir Ihnen nacheinander jetzt vorstellen. Anfang tun wir mal mit dem klassischen Schwarzen. Und gerade bei so Kabeln, wo mal so eine Isolation kaputt ist, vielleicht haben Sie eine Katze oder einen Hasen zu Hause, der da mal dran gegangen ist. Oder ein Hamster. Dann habe ich immer das Riesenthema, wie kriege ich das jetzt denn bitte schön, ohne dass ich ein neues Kabel muss, wieder in Ordnung. Ganz einfach, Sie fangen an, dieses Band dann hier so fest wie möglich drum zu wickeln und zwar auch leicht zu ziehen. Dann fängt das nämlich an zu spannen und hält noch besser. Und damit, und das werden wir Ihnen gleich zeigen, wird der Carsten jetzt mal vorbereiten, werden wir das dann ins Wasser packen und Ihnen zeigen, dass das sogar gegen Salz tatsächlich noch von Salz nicht angreifbar ist und wasserdicht ist. Und dafür haben wir die Schüssel hier. So, das reicht schon. Das Schöne ist, das klebt nicht. Das verschweißt sich selber miteinander. Das werden wir Ihnen gleich auch noch mal zeigen. Jetzt nehme ich aber erstmal hier dieses Kabel und dann wickle ich das mal drum. So, schön festmachen. Einmal. So, und da merkt man schon, wie es langsam anzieht hier. So, das kann man sicherlich auch schöner machen, wenn man sich etwas mehr Zeit dafür lässt. Wir haben ja immer relativ wenig Zeit. Und schon ist das Kabel wieder abgedichtet, auch wenn der Hamster oder wenn die Meerschweinchen mal dahinter gekrabbelt sind. Und damit kann ich jetzt auch jederzeit mal ins Wasser gehen, denn es ist Staub und es ist komplett wasserdicht. Ist also wirklich absolut perfekt. Kite-Sexing gerade nochmal mit der roten Variante. Sehen wir es einfach mal ein bisschen besser. Ja. Und das wird mit Spannung ums Kabel drumgezogen. Und wenn ich jetzt loslasse, sehen Sie, das hält von selber und geht nicht mehr zurück wie andere Sachen. Und damit komme ich dann jederzeit, jetzt ziehe ich es noch einmal rum, natürlich auch ins Wasser und da passiert überhaupt nichts. Das heißt, es bleibt nachher alles trocken. Wenn ich das jetzt wieder runterziehen würde, dann ist da unten drunter alles ohne einen Tropfen Wasser. So, Einsatzbereiche, ob das jetzt Kunststoffrohre sind, vielleicht ist bei Ihnen Siphon am Wochenende, meinen Sie, kriegen keinen Handwerker mehr, dafür perfekt. Natürlich dann für alle Bereiche im Auto, ob das jetzt ein ganz klassischer Krümmer ist, ob das jetzt ein Auspuff ist oder alles, was mit Hitze auch bis 500 Grad zu tun hat, ein Ofenrohr etc., allem drum und dran, kann ich hiermit perfekt reparieren. 6,56 Euro pro Rolle haben wir für Sie im Einzelpaket, schwarz, weiß und rot, je nachdem, wo Sie es einsetzen wollen. Wir bieten Ihnen das aber auch noch ganz pfiffig in einem Dreier-Set an und da ist der Preisvorteil ganz entscheidend, weil das ist noch viel günstiger, als wenn ich mir die Rollen einzeln bestelle. Vor allem 3 Meter sind drauf, 2,6 Zentimeter ist das gute Stück breit und es ist wirklich sehr genügsam. Hier eben in den drei verschiedenen Farben, schwarz, weiß und rot. Ich behaupte, damit kriegt man eigentlich fast 98% der Elemente abgedichtet. Und ich habe das jetzt hier gerade mal zusammengepackt für Sie, auch bewusst mal in zwei verschiedenen Farben. So sieht das aus, wenn sich diese beiden Silikonelemente hier miteinander verbinden. Ich zeige Ihnen das nochmal. Grundsätzlich hier, wenn man hier einfach mal die Isolierung abnimmt von dem eigentlichen Band, da klebt gar nichts. Das können Sie an meinen Fingern sehen. Jetzt nehme ich mir mal das zweite Stück und ich nehme extra mal das schwarze hier. Das drückt man einfach ineinander und schon ist das so fest, dass es zum einen trotzdem noch flexibel bleibt, aber es hat sich ineinander verschweißt. Und das ist der ganz entscheidende Vorteil hier mit dabei. Das heißt, Sie können also wesentlich präziser arbeiten. Es verbindet sich erst dann miteinander, wenn man wirklich beide Enden aufeinander gepackt hat. Hier im praktischen Dreier-Set in der Farbe schwarz, rot und weiß, jeweils 3 Meter auf der Rolle, also insgesamt 9 Meter, kriegen Sie dann nach Hause in 3 verschiedenen Farben für gerade mal 14,16 Euro mit der NX5142. Und der 569 ist das wirklich eine Allzweckwaffe für all das, was zu Hause mal
kaputt gegangen ist, was man abdichten möchte und was vor allen Dingen haltbar gemacht werden soll. Aber gerade der Einsatz beispielsweise auch mal an einem kaputten Katalysator oder mal an einem Loch in einem Auspuff bei bis zu 500 Grad Hitzeresistenz ist wirklich mal eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da kann man bis zum nächsten Werkstattbesuch mal den einen oder anderen Tag überbrücken. So, wir sind bei Tesa angekommen. Tesa kennt normalerweise jedes kleine Kind und auch die Power Stripes werden Ihnen sicherlich bekannt sein. Und da haben wir jetzt ein tolles 10er-Set für unsere Kunden. Die Power Stripes halten, oder die Power Strips, wie sie genannt werden, halten bis 1,5 Kilo pro Strip aus. Montage und nachher auch entfernen, und das ist das Geniale an den Tesa Power Strips, ist so kinderleicht, wie es anders gar nicht geht. Ich habe jetzt mal einen ausgepackt. Ich habe hier beide klebenden Seiten und wir gucken jetzt einfach mal hier auf die Spanplatte. Sogar da funktioniert es einigermaßen, normalerweise glatte Flächen, also Fliesen, alles das, Küchen, sonst irgendwas. Und da packe ich jetzt einfach mal hier dann auf die anderen Seite was drauf. Und das hält bis 1,5 Kilo Gewicht Zug aus. Wenn ich das jetzt nach Jahren, so die klassischen Badehandtuchaufhänger, die gibt es ja in Plastik und Edelstahl, wenn ich die mal nach Jahren wieder runtertun will, dann war das früher dann wieder mit Aceton und Kratzen, weil da diese Schaumstoff, diese Doppelklebebänder hinten drauf einfach ewig lang nicht runtergegangen sind. Bei den Powerstrips ist das anders. Ich ziehe einfach hier so lange, bis das ganze System sich wieder komplett ablöst. Und das ist das Tolle daran, denn ich bin völlig rückstandsfrei. Und damit habe ich natürlich auch in Mietwohnungen überhaupt keine Probleme. Das ist dann nachher vom Vermieter halt, pass mal auf, die Fliese muss ausgetauscht werden, das ist nicht in Ordnung. Da haben wir noch ein Problem. Und übrigens auf den Türstöcken in den Kinderzimmern, da ist ja auch noch was draufgeklebt, die ersetzt ihr mir auch noch. Das können Sie also völlig haken, denn mit den Powerstrips geht es so easy, wie man sonst überhaupt nichts aufhängen kann. Bis 1,5 Kilo, ich mache es jetzt hier mal etwas rustikaler. Habe jetzt hier einfach mal die beiden Elemente dran gesetzt und jetzt nehme ich hier einfach mal so ein Bild und das setze ich jetzt hier einfach mal drauf. Einmal, zweimal, passt es? Na, es kommt, Moment, ich muss mal eine andere Seite nehmen. Hier haben wir die, Moment, gehen wir nochmal. Aus Ebersbach-Neugersdorf erreicht uns eine Kundenmeinung. Sie halten wirklich, was sie halten sollen und sind preiswert. Haben Sie völlig recht. Und vor allem aus Meißenheim mit 6 Powerstrips. Jetzt passen Sie auf, hält im Bad sogar ein Spiegel mit über 12 Kilo bei richtiger Anwendung. Wow. Obwohl das genannte Gewicht weit überschritten ist. Also 1,5 Kilo hält es auf jeden Fall. Das garantiert Tesa. Wenn Sie jetzt mit 4 Stück 12 Kilo kleben wollen, dann haben Sie natürlich knapp 3 Kilo pro Kleber. So, es muss natürlich, wenn dann, an passenden Stellen aufgeklebt werden und nicht gerade stirnseitig an der Spanplatte. Deswegen habe ich ja gesagt, glatte Flächen ist absolut genial. Toll ist es, dass ich mir die Finger auch nicht dreckig mache. Es ist alles so in kleinen Portionsbeutelchen abgepackt. Das heißt, ich hole die raus. Und hier haben wir die Bestellnummer fürs 10er-Set für Sie. PX 7891 und die 569. Und damit hält auf glatten Flächen alles, was Sie punktuell mit bis 1,5 Kilo kleben wollen. Sie können natürlich auch gerne, wie unser Kunde, probieren, ob nicht noch ein bisschen mehr hält. Aber das geht alles. So, und damit kommen wir jetzt zu einem Thema. Wenn ein bisschen mehr Dampf gefragt ist und ein bisschen mehr Kraft gefragt ist, dann haben wir jetzt von AGT, Sie sehen das, AGT ist einer bei uns derjenigen Hersteller, wo man sehr viel mit Kleben zu tun hat. Da bitte ich jetzt schnell die Anja nochmal, wir brauchen nämlich ganz dringend nochmal unsere Handschuhe. Die hätte ich mal gern. Ohne die Handschuhe, bei dem ist nämlich ein bisschen tödlich, denn wenn Sie nach dem Kleben dann so die klassische Merkel-Haltung einnehmen, wird das wahrscheinlich bis in die Rente nicht mehr weggehen. Denn Zwei-Komponenten-Kleber klebt wie die Seuche. Und das ist auch gut so. Das heißt, alles, ob das PVC, Alu, Stein, sonst irgendwas ist, das ist völlig egal, kann ich hiermit kleben. Und wie bombastisch das hält, das werden wir Ihnen jetzt mal vorführen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Handschuhe dazu, sonst geht das nämlich ganz gewaltig schief auf der Haut. Stoß- und Abschälfest, das möchte ich noch ergänzen und von minus 40 bis plus 125 Grad haltbar. Und das erweitert natürlich die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Massiv. Gerade wenn es um Automobilkomponenten geht, wo natürlich auch im Motorbereich mal das ein oder andere durchaus etwas heißer wird. Bei Sportartikeln, bei Elektronik, wo zum Beispiel also auch in so einem Computer von mir aus mal so eine CPU etwas heißer wird, da muss natürlich auch ein durchaus robustes Material dran. Und diese Spritzenform, die wir jetzt hier haben, die lässt natürlich wirklich eine exakte und wirklich detaillierte Arbeitsweise ohne weiteres zu. Da kommt er. Ja. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken, ob er kommt. Und wir haben hier einmal Härter und einmal Kleber drin, also zwei Komponenten. Und der wird durch diese Kanäle, die hier unten in der Kanüle sind, natürlich nochmal richtig gut durchgemischt. Das ist eine ganz schlaue Sache. Es ist nämlich in der Kanüle unten das Mischverhältnis drin. Und dann drücke ich oben drauf, das braucht ein bisschen Druck. Und dann kommt der Kleber unten raus. Also von weiter Ferne rieche ich Zwei-Komponenten-Kleber total gerne als alter Modellbauer. Sie kennen das vielleicht selber noch, wenn Sie damals mit Epoxyharz mal gespachtelt haben. Ähnlich riecht das. Und hier gebe ich eben vollen Druck drauf und dann kommt eben hier der fertig gemischte Kleber raus. Und den trage ich vorsichtig auf. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Und dann werden wir jetzt gleich kurz zurückziehen, damit es nicht weiterläuft.
Und dann werden wir jetzt hier einfach mal kurz zwei Haken kleben. Wir haben auch noch viele andere Sachen mitgeklebt, wie zum Beispiel, das kann man hier mal zeigen, die beiden Steine, die da stehen. Das härtet am Schluss innerhalb von, würde ich mal sagen, 24 Stunden komplett aus. Ist übrigens nachher auch noch schleif- und spachtelbar. Das ist ganz wichtig für die Modellbauer, hochinteressant. Alles, was mit Kunststoff und Modellbau zu tun hat, ist der Kleber eine Bombe, denn zwei Komponentenkleber kosten normalerweise richtig Geld. Also ich habe früher im klassischen Modellbau für zwei Komponentenkleber, die man dann noch wirklich anrühren muss, das kennen Sie auch noch, da gibt es dann diese Schälchen, das wird nachher heiß, 20, 25, 30 Euro für so eine Dose ausgegeben. Hier für das komplette Set bei uns mal gerade 5,61 Euro und das hält wirklich bombenfest. Ich habe mir vor kurzem mal einen im Baumarkt besorgt. Das war auch so ein Zwei-Komponententeil. Das musste man so kneten, wenn man Dübel aus der Wand rausgerutscht ist. Ich hatte keine Lust, ein neues Loch zu bohren. Das war eine Sauerei, sage ich Ihnen. Und die Sauerei hatte ich vor allen Dingen drei Tage an den Finger. Möchten gar nicht wissen, wie das gerochen hat. Das hier eine wirklich angenehme Möglichkeit. Übrigens vollkommen resistent gegenüber Benzin, gegen Öl, gegen milde Säuren, gegen Laugen. Und Sie bekommen hier 25 Milliliter und eine Mixtülle mit dazu. Wenn Sie weitere brauchen, fragen Sie bitte einfach kurz bei den Kollegen im Service Center nach. Haben wir selbstverständlich auch noch für Sie. Preislich sind wir sehr, sehr interessant unterwegs, hat Kai gerade schon gesagt. Was Sie noch brauchen, ist die Bestellnummer. Das ist die NX5014 und die 569. Jetzt kommen wir mal zur Allzweckwaffe meiner Schwägerin. Ich glaube, ohne eine Heißklebepistole würde meine bastelverrückte Schwägerin gar nicht mehr wirklich leben können. Egal, was es zu tun gibt, im Haushalt, im Basteln, im Geschenkebereich, wird alles immer nur mit Heißklebern gemacht. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, denn Heißkleber hat zwei entscheidende Vorteile. Er wird erstens mal heiß, das heißt, die Konsistenz ist am Anfang weich. Und ich kann damit natürlich Bauteile hervorragend auch dann so zusammenpassen, wie ich es mit einem Sekundenkleber nicht machen könnte. Denn wenn Sie sofort kein Spiel mehr an der Sache haben, wo ich wirklich sauber arbeiten muss, ist das immer ein bisschen doof. Interessant wird es aber, wenn ich jetzt so eine Heißklebepistole habe, wo ich nicht ständig irgendwo an einen Arbeitsplatz gebunden bin, weil das Kabel meistens zu kurz ist, sondern wir bieten Ihnen jetzt von AGT, also auch wieder mit Kleben allem drum und dran, eine sogenannte kabellose Heißklebepistole an. Und das finde ich mal eine richtig coole Nummer, denn damit bin ich völlig autark und kann natürlich auch bei größeren Geschichten, vielleicht wollen Sie einfach mal einen Keller mit Styropor auskleiden, geht Heißkleber sehr gut, dann machen. Und dann haben Sie auch überhaupt kein Problem, dass Sie da größere Entfernung mitmachen können, denn sie sind kabellos unterwegs. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt haben wir nämlich mal hier unsere Tasse ein Stück weit zerlegt. Da haben wir noch ein paar von, aber das wäre schade, wenn die kaputt geht. Ich nutze jetzt mal den Vorschubhebel. Das dauert einen kleinen Moment, bis der, da kommt er schon. So, und da kommt jetzt der Kleber. Vorsicht bitte, der ist wirklich heiß. So, mal gucken, ob ich das manierlich hinbekomme. So, muss man immer ein bisschen drücken. So, ich glaube, das reicht auch schon. So, dann tut man die Pistole einfach wieder zurück in die Halterung, die wir natürlich mitliefern. So, und jetzt nehmen wir einfach mal den Aufsatz hier und drücken den jetzt mal hier drauf. Dann warten Sie 2-3 Minuten und dann ist das wirklich so ausgehärtet, dass es manierlich aussieht. Jetzt mal nur so auf die Schnelle. So. Naja, ist nicht schön, aber selten, oder? So, so einfach kann das gehen. Und das für 16,06 Euro. Für alle entsprechenden Einschubmöglichkeiten, für alle Klebesticks, so werden sie genannt, bis zu 11 mm Durchmesser. Das sind eigentlich gängige Durchmesser. Und vor allen Dingen können Sie Holz, Sie können Kunststoff, Sie können aber auch Textilien, Karton natürlich, Papier, Keramik, Leder und vieles, vieles mehr damit kleben. Und das eben ausgesprochen praktisch, weil es kabellos funktioniert. Also nie mehr das Thema, mir ist gerade mein Verlängerungskabel irgendwie, hat mir meinen ganzen Arbeitstisch runtergerissen oder ich muss extra noch mal ein Verlängerungskabel holen, weil ich zum Beispiel in der Küche jetzt vor Ostern basteln will. Alles überhaupt kein Thema. Heißkleber, naja, härtet innerhalb von, also komplett durch von einer Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann sind meistens die Verbindungen auch nicht mehr zu lösen. Eine tolle Sache, denn ich kann wirklich alles zu Hause reparieren und kleben und natürlich damit auch basteln. Aber Sie sehen es jetzt hier, einfach runternehmen von der Ladestation und dann sogar noch einen Tropfstopp. Das heißt also hier vorne noch eine Auflage, dass mir nachher auch der Heißkleber nicht runtertropfen kann, irgendwo auf die Tischdecke, an alles gedacht. Und so können Sie am Schluss eine Perltasse natürlich wieder zusammenkleben. Und nicht nur das, sondern auch viele andere Dinge. Die Basisstation ist dabei und der Vorteil ist einfach hier der Preis. Denn unter 17 Euro, da zahlen Sie normalerweise im Fachhandel 40, 60, 80 dafür. Die sind dann teilweise mit Akku. Hier ist es wirklich wesentlich günstiger. Die PX5390 und die 569, damit Sie wirklich kabellos mit Ihrer Heißklebepistole durch Ihr ganzes Haus toben können. Und dann ist definitiv in 5 bis 7 Minuten Aufheizzeit der kleine Helfer hier sofort einsatzbereit. Also alles das, was wir Ihnen hier in der Sendung gezeigt haben, macht absolut Sinn in einem normalen Handwerkerhaushalt. Wenn Sie alles selber machen zu Hause, dann sollten Sie jetzt wirklich zuschlagen, denn für das Geld kriegen Sie es sonst definitiv nirgendwo.